Hi und willkommen zu Sengoku Basara 2 Heroes. Fertig. Ha, ich bin gut in Einführung. Ich werde aber nicht lange fackeln, ich werde jetzt einfach erzählen. Gut, ich fange mit diesen drei Gaiden-Stories an und werde mich dann später zu den hier hocharbeiten. Das sind fünf normale Stories. Die sind glaube ich nicht so lang. Die haben glaube ich jeweils nur drei Stages. Aber egal, fangen wir mit den Guidance-Stories an. Ich werde alles mit deutschen Subtitles unterlegen, dass man auch alles verstehen kann. Also nur alles storymäßig. Warte, was war jetzt New Game? Nehmen wir an das. Nein, das war's nicht. Oh, nochmal. Auf hart natürlich. Weil ich kann und weil ich Hardcore bin. Ist ja logisch. Oda Nobunaga no imoto Oichi ga watashi no tsuma to naru. Gut, damit fängt die erste Stage an.織田と浅井の婚姻を阻止すべく突如として姉川に現れたのは今川義元率いる恐怖の影武者軍団であった。この許し難き悪に長政の正義が音を立てて燃え上がったのであった。今ここに世にも珍しき婚姻式が幕を上げようとしていた。一、私の勇姿をしかとみよう。はい、一、Wunderbar. Und bei dem Spiel brauche ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich aus Versehen meine Basara-Attacke aktiviere. Denn hier ist nichts mit Wiimote drin oder so. Warum ich es nicht gleich mit GameCube-Controller spielen kann, aber egal. So, wollen wir mal schauen. Das ist alles nicht sehr Combo-lastig, aber das ist mir auch egal. Ich würde wahrscheinlich nicht wirklich versuchen, Arc-Kombos aufzubauen. Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich in dem Outfit rumlaufen, weil es awesome ist. Und ja. Was wäre das? Wie gesagt, alles deutsche Untertitel. Alles, was Story-related ist. Da heißen, wenn es nur so random Sätze sind, die werde ich nicht unbedingt übersetzen, weil das dauert eine Weile schon allein, die Story-Untertitel einzubauen. Das wäre mir zu viel Arbeit. Hey! おじゃ。 Wollte ich nur mal anmerken, also ist so ein bisschen Power Ranger. Aber naja, so ein bisschen Power Ranger sind wir doch alle irgendwo. Und lügt nicht, ihr seid es auch. Stage ist noch recht einfach, wenn ich jetzt einen falsch liege, hat diese Story 6 Stage. Ich bin mir da jetzt aber noch nicht sicher.
ich werde nicht unbedingt alle Cutscenes drauflassen, also sowas jetzt, solche Event-Cutscenes drauflassen, alles, weil erstens nimmt nur ziemlich Zeit weg und zweitens, da ist nichts Besonderes. Das bin ich überhaupt gar nicht gewöhnt, dass der Combo-Card da nicht so hochgeht. Aus dem einfachen Grund, ich spiele immer den Kombo Sarah 3 und da ist das Combo machen so verdammt einfach. Aber hier. Ah, da wird ein Oja! Geht mir auf den Sack. Und falls ihr euch wundert, warum mein Schwert und mein Schild leuchten, und ja, mein Schwert ist nicht ganz richtig, na gut, das dürfte kein Wunder. ja, das ist ein Item, das ich habe, das speziell für ihn ist. Das geht aber nach einer Weile weg. Das heißt, zum Beispiel in der letzten Stage stand die ist etwas länger, wird das nicht so ewig halten. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, sagt der bei der Attacke hier Wordless Death. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das war sein Leitsatz irgendwie. Ach ja, wie ich sehe, wie ich wieder Probleme hatte mit der Attacke. Ah, hier kann ich gar nicht sprinten. Das mache ich jetzt. Wie ich Probleme hatte mit der Attacke gestern, wo ich nochmal geübt habe. So. Das Timing der Attacke ist so schwer, wenn man das einmal eine Weile lang nicht macht. Man vergisst es total. Also, weil die ersten paar Schläge sind so richtig schön einfach zu timen. Aber, wenn es dann hier den letzten geht, der dann richtig viel Schaden macht, den muss man etwas verzögert anbringen. Es sieht einfach aus, aber es ist es wirklich nicht, wenn man das zum ersten Mal darüber macht. Das waren schon 200 Gegner, mein Gott. Die Stage ist jetzt okay. Halt die Fresse, wie ist der überhaupt im Nord geworden? Passi. Ah, egal. Das ist jetzt nicht so wie die Aua. Da tut mir doch eher mein Pferd leid. Wenn ich nicht ganz falsch liege, kann ich auch in der zweiten Pferde draufgehen. Ja, jetzt kann man sehen, hier, mein Leuchten ist weg. Deswegen habe ich dann die zweite Fähigkeit mitgenommen. Erstmal. Ah, das macht so schön viel Schaden. Das ist für Bosse so perfekt. Ja, genau das meine ich. So. Dafür habe ich das mitgenommen. Da kann ich wenigstens eins von beiden wieder aufpowern. Wobei das Schild mir nicht viel bringen wird. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Verteidigung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hau hier so durch die Gegnermassen durch, da ist das egal. Denn sein Grund fürs Angreifen ist nur, weil er nicht zur Heirat eingeladen wurde. Ich hasse ihn. Imagawa, du bist schon so ein Idiot. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich den Clown aussieht, aber Treffer. Ah, mein Schwert ist schon wieder alle. Akku leer. Ja. Hasse euch. Mal das testen. Nee, da kriege ich die Kombo nicht mehr rein. Das ist die Attacke nicht wirklich Kombo. Boah. Ich will ihn gerade sehr um. Außerdem, er hört sich an wie eine Krähe. Ja, das hört sich einfach wie eine Krähe. Oder mal schauen, wie viel der aushält. Ist ja auch nicht klar. Oh, jetzt hab ich ihn gegeben.
So gemein. Vergiss doch. Geht weg. Komm her. By the way, ich werde ihn auch nicht töten, ich will den Story-Dialog mit drauf lassen. Wird das Wort? Ja. Ist der Story-Dialog noch? Ach, ich hab grad die Texte nicht vor mir. Ja, ich nehme mal. Ach. Ja, dann geh schon labern. Dann hau einfach drauf. Jetzt aber. Also auch gerade im Drive, also wird das ein bisschen kacke. Oh, hör auf mit deinem Distanzen, du gehst mir so auf die Nerven. Jetzt fail ich auch noch die Attacke. Hör auf, Brot. Leiden. Du Bastard! Sterb! Ich hasse dich! この俺は100万倍で追い。削除完了。沈黙は金。正義は誠の宝なり。仲間様、かっこよかったよ。そうだろう。これが私の力だ。 さあ、修験の仕切り直しとするぞ。はい、仲間様。バンバランダム。